Habt ihr gesehen? Habt ihr das gesehen? Moin ihr Lieben, in diesem Video geht es um Doppelschläge mit einer Hand und wie ihr das am besten hinbekommt. Also zieht euch das Video rein. Mein Name ist Oliver Bellersheim und ich bringe den Menschen in Köln, in Bonn und auch im Internet Kickboxen bei. Ich war lange Zeit als Bundestrainer unterwegs, international, aber auch hier in Europa, habe selber sehr viel gekämpft und bringe jetzt wieder jeden Freitag ein Video nur für dich raus. Vom Anfänger bis zum Profi ist das Motto und ich wünsche dir jetzt viel Spaß dabei. So, ich habe mir lange Gedanken gemacht, was für ein Video könnte ich machen, was euch vielleicht ein bisschen weiterhelfen könnte, gerade beim Boxen. Gibt es da immer so Kleinigkeiten, die aber viel ausmachen. Und zwar geht es heute um die Doppelschläge. Angenommen, ich boxe mit meiner hinteren Hand einen Haken zum Kopf und einen Haken zum Körper. Ich habe das schon so ein bisschen vorgemacht, dann boxe ich ja nicht so mit dem Arm. Obwohl, bei den Einsteigern ist das eben doch so. Die boxen das mit dem Arm und vergessen eben den Körper mit reinzunehmen. Und viele denken sogar noch am Anfang, hey, das ist ja viel langsamer, wenn ich jetzt anfange, den Körper einzudrehen. Natürlich alles eine Sache der Körperspannung, ne, vom Core. Viel Training, viele Fitnessübungen und dann ist man da auch schnell. Also, wenn wir einen Doppelhaken haben, fängt das schon am Anfang an. Eindrehen, Haken zum Kopf, wieder eindrehen, Haken zum Körper. Wie gesagt, jetzt könnte man sagen, hey, das dauert ja ein Jahrhundert. Nein, dauert es nicht. Ja, man muss eben nur Gas geben von hier. Dann hat man aber schnelle Schläge, aber auch richtig harte Schläge. Die kommen immer schön aus der Drehung wieder mit rein. Also die Doppelschläge, 1-2, ohne den Oberkörper einzudrehen, das könnt ihr euch abschminken. Ihr müsst immer überlegen, der Körper funktioniert wie eine Feder. Ja? Was nach vorne schnell, schnell zurück. Und dann hast du eben wieder Power aufzuladen. Boom. Gerade zum Beispiel auch, wenn du zum Beispiel Haken hast, die unten zum Körper kommen, da kannst du zusätzlich, ja, ich habe ja eben gesagt, der Körper ist wie so eine Feder, zusätzlich die Beine mit einspannen. Das heißt hier zum Beispiel 1-2 Haken zum Kopf, dann musst du eigentlich zurückdrehen und schlägst Haken zum Körper. Hier kannst du aber nochmal richtig schön runtergehen und die Beine mit einspannen. Das heißt 1-2-3 runter in die Beine und dann boom, volle Kanne rausladen. Ja? Ich mache es mal vor, etwas schneller, 1, 2, 3, hopp. Und dann komme ich komplett wieder zurück. Nochmal ein bisschen schneller. Und habe da eben die ganze Kraft von den Beinen mit dabei. Oder Beispiel auch wieder zum Körper, 1, 2, ja. Eindrehen, Körper. Auch hier kann ich hergehen. 1-2, runter in die Beine und raus. Nochmal schneller. Und bin hier wieder mit mehr Kraft drin. Ja, also was so die Körpertreffer angeht, wenn ich unten einsetzen will als zweiten Doppelschlag, gehe ich gerne mit runter in die Beine, nehme die Spannkraft mit. Hier oben in dem Bereich immer dran denken, ab, Schulter vordrehen. Und dann wieder rein. Viel Core-Training, gute Festigkeit durch Fitnessübungen und natürlich immer Schnelligkeit am Sandsack trainieren. So, das war's gewesen zu diesem Video. Probiert's aus. Doppelschläge mit Gegendrehung oder sogar mit den Beinen zusätzlich und der Gegendrehung. Viel Spaß. Denkt dran, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und bis zum nächsten Mal. Ciao.